Hi. Also, mein Freund ist jetzt immer noch da, wie im letzten Video auch. Ich wollte es nur vorneweg sagen für die, die es nicht mitbekommen haben. Deswegen ich bin ich schon mal so ein bisschen abgelenkt. Also, in diesem Video geht es um dieses Shampoo. Das hatten mir einige von euch empfohlen, nachdem ich gefragt habe, welches Shampoo denn gut sein soll gegen fettige Haare. Beziehungsweise sehr schnell fettendes Haar. Und das ist hier das hier von Herbal Essences. Und da steht drauf: strahlend sauber, Reinigungsshampoo, Ananas- und Baumwollextrakt und für schnell fettendes Haar. Ja, das habe ich jetzt, wie ihr seht, leer gemacht. Das Shampoo an sich hatte so eine leicht grünliche Farbe, aber ziemlich transparent, so gelig. Und riechen tut es. Sehr fruchtig. Auf jeden Fall gut. Ananas mag ich eigentlich nicht, aber es riecht, glaube ich, auch so ein bisschen danach. Aber es stört nicht. Also es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich habe das jetzt einige Monate benutzt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange. Es hat auf jeden Fall lang gehalten. Allerdings habe ich es nicht nur benutzt. Ich habe auch meins von John Frieda benutzt und jetzt auch zuletzt eins von Lush. Und ja. Aber es ist eigentlich recht ergiebig, dafür, dass 250 Milliliter drin sind. Ja. Okay, erstmal vorneweg. Ich war echt skeptisch bei Herbal Essences, weil ich früher ein Shampoo davon hatte. Auch gegen fettendes Haar. Und es war so schlecht. Da haben meine Haare eher noch schneller nachgefettet als sowieso schon. Und ne, also ich wollte eigentlich nie wieder eins von denen haben, aber die haben mir ja jetzt alles umgestellt und jetzt finde ich das echt gut. Also meine Haare konnte ich eigentlich wirklich alle 2 Tage waschen. Du musst nicht jeden Tag ran. Und es ist ja auch gesünder für die Haare. Und das fand ich doch schon wirklich gut. Wenn ich mein John Frieda Shampoo benutze, das ist ja eigentlich nicht für schnell fettendes Haar, sondern eher für trockenes Haar. Dann muss ich schon eher wieder waschen. Also ich hatte ja erst den Eindruck, dass das damit auch ganz gut geht, aber das ist scheinbar doch zu reichhaltig. Aber wenn meine Haare eher unten sehr trocken sind, dachte ich, ist so ein pflegendes Shampoo vielleicht noch besser. Aber naja, ich gucke mal, ob ich mir das wieder kaufe. Eigentlich will ich es mir wieder kaufen, weil ich es eigentlich trotzdem sehr gut finde, aber mal gucken. Ja. Das hier würde ich mir allerdings auch wieder kaufen und ich denke, das werde ich mir jetzt auch demnächst wiederholen, weil es ja jetzt leer ist und weil ich das einfach für zwischendrin, um die Haare richtig von Grund auf zu säubern, richtig gut finde. Hier sind zwar Silikone drinne, aber man merkt davon nichts. Die Haare sind danach wirklich quietschesauber. Wenn man da so drüber geht nach dem Waschen, dann kennt ihr das ja, dann quietscht das so. Und das ist hiermit auf jeden Fall gegeben. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da unten steht irgendwas mit ich reinige besonders sanft oder sowas. Also ich biete sanfte Reinigung für schnell fettendes Haar. Finde ich eigentlich ganz süß gemacht, weil da redet das Shampoo ja im Grunde mit euch. Aber also es hält auf jeden Fall, was es verspricht. Es ist sanft, es reinigt gut und ja, es hat, glaube ich, unter 3 Euro gekostet. 2 irgendwas, ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, wenn es noch teurer gewesen wäre, hätte ich es gar nicht erst mitgenommen, weil ich das nicht so ganz einsehe für so ein. Ich war ja da noch so skeptisch bei Herbal Essences. Aber ja, ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr schnell fettendes Haar habt. Und ja, zu dem Lash Shampoo kommt nachher, später, irgendwann, wenn ich mir sicher bin, was ich dazu sagen soll, auch noch eine Review. Bisher bin ich da nicht ganz so begeistert von, muss ich sagen, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Mal gucken. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles zu dem Shampoo gesagt. Wenn nicht, dann stellt Fragen. Und ja, macht's gut. Tschüss.